East London Docklands, it's big fight time! Ladies and gentlemen, sponsored by Forexpo Mining, Frank Warren is proud to present tonight's main event for Queen and Country for the WBO Heavyweight Championship of the World over 12 really rounds. And introducing the boxers. And firstly, fighting out of the red corner, he's formerly from Kiev in the Ukraine and now fights from Germany. Die Vorstellung für Vitali. 27 Jahre alt, ungeschlagen in 24 Kämpfen. 111,1 Kilo. So berechnet man das um. Neben ihm Wladimir. Im Hintergrund Fritz Dunek. Fritz Dunek hat gesagt, wichtig auch fürs Team, dass ich schon mal den WM-Titel im Ausland gewonnen habe. Sogar in England. Das gibt Selbstvertrauen. Die Ecke klatscht. Viele kleine Fahnen werden hier geschwenkt, sind verteilt worden von der Universum Box Promotion. Eine kleine deutsche, eine kleine ukrainische. Der Herausforderer, Vitali Klitschko. Und jetzt die Vorstellung für Herbie Hyde. Man stellt ihn hier vor als England's Pride. Das reimt sich schön, aber die Kiel wurde, wenn sie das hören, wurde wohl not amused. Der Mann, der ab und zu mal ausrastet, wir haben es gesehen. Keine Werbung, aber ein Krieger, so bezeichnet er sich selbst. Steht er vor Vitali Klitschko, vor seiner, und das stimmt, größten Herausforderung. Größer war noch kein Gegner von Herbie Hyde. In seiner zweiten Regentschaft wurde Weltmeister gegen Michael Bent, verlor den Titel direkt wieder an Riddick Bowe, gewann ihn wieder gegen Tony Tucker, verteidigte ihn gegen Damon Reed, gegen Willi Fischer. Und jetzt geht's los, die dritte Titelverteidigung gegen Vitali Klitschko. Daumen drücken im Höchstmaß, wenn Sie Vitali Klitschko-Fan sind. Daumen drücken für Herbie Hyde, wenn Sie den Krieger mögen. Auf jeden Fall wird spannend. Die wenigsten tippen hier auf einen langen Kampf. Drei Runden, das ist so das Maximum, was man hört. Manche sagen fünf, aber je länger der Kampf dauert, desto besser stehen die Chancen für Vitali Klitschko. Los geht's. Der Gong. Wer landet den ersten Schlag? Die Distanz halten, das kann wichtig sein. Hyde wird reinspringen. Größeren Respekt. Die Handschuhe tief bei Vitali Klitschko. Na, täuscht nur an, Herbie Hyde. Da ist Respekt zu spüren. Er geht links herum, der Herbie Hyde. Da würde er direkt in die lange Rechte laufen von Vitali Klitschko. Und das könnte das Ende bedeuten. Die Eisenfaust. Der Versuch von Hyde, aber kein Treffer. Klitschko macht Druck. Und das ist gut. Versucht, den linken Haken zu spielen. Vielleicht die rechte, aber aufpassen mit der Deckung. Man darf sich keine Blöße geben. Nicht gegen diesen schnellen Herbie Hyde. Er wartet ab. Er springt rein und steht dann am Mann. Da kommt der linke Haken, versucht sich rauszudrehen. Herbie Hyde am Mann kann er arbeiten, manchmal allerdings auch sehr unsauber. Hat er selbst auch gesagt, ich gebe ihm ein paar Runden länger als Willi Fischer.
kommt er nicht durch. Er sucht über die Außenbahn, aber da steht die Deckung, da steht der massive Körper im Weg bei Vitali Klitschko. Die rechte zu kurz. Die letzten 25 Sekunden dieser Eröffnungsrunde. Da war die linke. Die Anfeuerungsrufe für Herbie Heidt. Unsauber, was er macht, der Weltmeister. Hat er abgewartet, wollte die Führhand abwarten von Klitschko und dann direkt zu kontern. Aber wichtig, die erste Runde ist überstanden. Die Ecke. Was sagt Fritz Dunek? Für die Ecke von Herbie Heidt. Bei ihm Ernie Fossey, Graham Everett und Brendan Ingel. Also derjenige, der Trainer war von Prinz Nazim Hamed. Was zeigt er an? Irgendwas von unten versuchen oder versuchen die Rechte drüber zu schlagen. Also ein Cross probieren soll er. Hier nochmal die Zeitlupe. Da kam die Linke ins Ziel. Vielleicht der beste Treffer in der ersten Runde. Diese überfallartigen Angriffe, die sind brandgefährlich. Heidt in England beliebt. Hat ja einer gesagt, wenn man eine Umfrage machen würde unter 20 englischen Boxjournalisten, dann würden 18 sich wünschen, dass Heidt verliert. Die zweite Runde. Zu kurz, der Schlag von Herbie Heidt. Die Hosen brauchen wir nicht, um sie auseinander zu halten. Da war die rechte. Nochmal. Und Heidt ist angeschlagen. Heidt am Boden. In der zweiten Runde kam die rechte. Eine Sensation bahnt sich an. Kann Vitali Klitschko es wirklich schaffen? Jetzt wird er kommen. Jetzt wird er alles geben. Und Heidt wird nervös. Heidt wird nervös. Er steht, er ist nicht mehr so schnell auf den Beinen, er tänzelt nicht mehr so viel, Herbie Heidt. Er versucht es nochmal, da war die rechte kurz. Er versucht zu klammern, Herbie Heidt, na das ist ein Ding. Herbie Heidt ist K.O. Der Kampf ist aus. Der Kampf ist aus. Neuer Schwergewichtsweltmeister. Er ist K.O. Herbie Heidt ist K.O. Neuer Weltmeister im Schwergewicht. Vitali Klitschko. Vitali Klitschko hat das beinahe Unmögliche möglich gemacht. Eine Sensation. Unglaublich. Die Eisenfaust. Die Eisenfaust. Er hat Geschichte geschrieben. Er hat Geschichte geschrieben, dieser Vitali Klitschko. Er ist nicht nur der erste Boxer, der erste Schwergewichtsweltmeister aus der ehemaligen Sowjetunion, der Weltmeister im Schwergewicht wurde. Nein, er ist auch der größte, der längste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten. 2,2 Meter größer war noch keiner. Hat ihn Wandel 2,1 Meter. Er ist der längste. Er hat Geschichte geschrieben und es ist ein Wahnsinn. Ein klasse Sieg für Vitali Klitschko. Er war so locker, er war so wenig nervös, er wirkte so wenig angespannt. Hier nochmal, da war die rechte drin. Und nochmal, das sah nur aus wie ein Wischer, aber der kam vorbei ans Kinn. Und dann geht er runter, zum ersten Mal in diesem Kampf. Der Weltmeister Herbie Heidt. Und dann hier nochmal die rechte. Und wie er da umfällt und wie er da lag. Beim zweiten Niederschlag, den wir gleich nochmal sehen. Da konnte man direkt sehen. Das war's. Hier nochmal.
Sie feiern ihren Vitali. Hier, die rechte. Und er fällt um. Er wollte ihn fällen wie ein Baum. Das hat Herbie halt gesagt, aber gefallen ist der Weltmeister. Hier. Er hat ein Problem mit größeren Leuten. Und das wurde deutlich bei Herbie Hyde. Er steht mittlerweile wieder. Und Vitali Klitschko lässt sich feiern. Wir alle waren dabei, als Geschichte geschrieben wurde. Wir haben es vorhin gesehen. Ingemar Johansen schlug Floyd Patterson. Und 40 Jahre später schlägt Vitali Klitschko Herbie Hyde. Vielleicht eine ebenso große Sensation. Der WM-Gürtel geht mit zurück nach Deutschland. Klitschko wird mein Sandsack sein, hat Herbie Hyde gesagt. Im Trainingslager in Amerika, da hat Vitali Klitschko mal den Sandsack abgehauen von der Decke. So ein Sandsack war Herbie Hyde heute. Also, ich habe gesagt, das Timing ist entscheidend. Das Timing hat Vitali Klitschko gezeigt. Die Lücke im Schwergewicht wird gefüllt von Vitali Klitschko, dem neuen Schwergewichtsweltmeister nach Version WBO. Und Herbie Hyde, natürlich traurig, aber trotzdem sehr fair. Er steht da, zeigt keine Anzeichen mehr von diesen bösen Sachen, die er da im Vorfeld gemacht hat, ein fairer Verlierer.